So, nächster angeblicher Widerspruch. Starb einer von Noahs Söhnen in der Flut? Dann steht da wieder Ja mit der Versangabe und dann Nein mit der Versangabe. Dann erwartet natürlich derjenige, der sich nicht mit dem Koran auskennt, dass da steht, und Noahs Sohn überlebte in der Flut, und an anderer Stelle würde stehen, und Noahs Sohn starb in der Flut. Ja, aber was steht dort? Was steht dort genau? Hier. 11:42-43. Es fuhr mit ihnen dahin, mitten von Wogen wie Berge. Nur rief sein Sohn zu, der sich abseits hielt, oh mein lieber Sohn, steig mit uns ein und sei nicht mit den Ungläubigen. Er sagte, ich werde auf einem Berg Zuflucht suchen, der mich vor dem Wasser schützt. Er sagte, es gibt heute nichts, das vor dem Befehl Allahs schützen könnte, außer für den, dessen er sich erbarmt. Die Woge trennten sie beide und so gehört er zu denjenigen, die ertränkt wurden. Also hier sagt er, dass er halt gestorben ist. Ja? Jetzt sagen sie, an anderer Stelle steht, dass Noahs Sohn gerettet wird. Und zwar in Sura 21, Vers 6. Nur, als er zuvor rief, da erhöhten wir ihn und retten darauf ihn und seine Angehörigen aus der Trübsal. Hier sagt erstmal Gott nicht, dass er Noah und den Sohn gerettet hat, sondern sagt Noah und seine Angehörigen. 11 steht nämlich Vers 42 und 43, ja, dass der Sohn ertrank. Und dann wird die Erklärung gemacht. Danach kommt die Erklärung. Ja. Nu sagt dann, und Nu rief zu seinem Herrn. Er sagte, mein Herr, guck, wir haben gesagt, einmal steht, der Sohn ist gestorben. Und einmal steht, die Angehörigen von Noah wurden gerettet. Jetzt kommt die Erklärung im Koran selber. Nu sagt zu Allah, mein Herr, mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen. Warum rettest du nicht? Mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen. Und dein Versprechen ist die Wahrheit. Und du bist der Weiseste derer, die richten. Was kommt jetzt? Es kommt, was dieses dämliche Argument voll ausnockt. Er sagte Gott, O Noah, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. Seht ihr? Sie sagen ja, einmal steht, die Angehörigen wurden gerettet. Einmal steht, Noahs Sohn wurde nicht gerettet. Jetzt sagt Gott, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. Warum? Hier sagt jetzt Dahak, sagt einer von den Tabi'in, sagt, er gehört nicht zu den Leuten von deiner Religion. Das heißt, deine Verwandtschaftsbande hier, das ist die Leute, die deiner Religion folgen. Und hier wird der Unterschied klar gemacht. Ist es zum Beispiel ein Widerspruch, wenn ich sage, Matthäus 27, Vers 4, Judas hat das Geld genommen, was er für den Vertrag von Jesus bekommen hat, und es reut ihm im Herzen, steht in Matthäus 27, Vers 4, es reut ihm im Herzen, ah, warum habe ich das getan, was heißt Reue, ach, warum habe ich das getan, warum habe ich ihn verraten, und dann geht er in den Tempel und will das den Pharisäern, den Schriftgelehrten, wiedergeben und sagen, was haben wir mit deinem Geld zu tun, dein Geld wollen wir nicht, da ist Blut dran. Und dann nimmt er das Geld und schmeißt es in den Tempel und geht hin und erhängt sich. Erhängen heißt zum Tode, gestorben. Ja? Ist ja logisch, aufhängen heißt, vielleicht ist er nochmal runtergekommen. Erhängen heißt gestorben. Angestochen heißt, vielleicht überlebt. Erstochen heißt tot. Und in anderer Stelle, Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, er hat sich von dem Geld einen Acker gekauft, was er für den Verrat bekommen hat. Einen Acker gekauft. Und ist dann gestolpert und sein Leib barst auseinander und seine Eingeweide fielen hinaus. Erstmal, was ist jetzt die Erklärung dafür? Ja, er hat das Geld den Pharisäern gegeben und die haben dann nachher den Acker gekauft, weil in 27 Vers 4 steht, von dem Geld haben die dann einen Acker gekauft. Und dieser Kauf wird dann Judas zugeschrieben. Wir sagen, das ist verkehrt. Es ist niemals, dass du Geld nicht haben willst und schmeißt das Geld weg und dann sagt man nachher, ja, das ist dein Kauf. Nee. Wenn ich zum Beispiel sage zu meinem Freund, bitte geh mal in die Tankstelle rein und kauf mir einen Snickers, dann kann man sagen, ich habe das Snickers gekauft, auch wenn er das Geld übergeben hat. Aber ich kann nicht sagen, ey, ich will das Geld nicht mehr. Es reut mir und der kauft dann danach davon, ja, wir müssen sie mal an Hochdeutsch gewöhnen, kauft dann danach davon einen Acker und dann sagen wir, ja, das ist der Kauf von demjenigen, der das Geld weggeschmissen hat. Dann
Einmal hat er sich erhangen und einmal ist angeblich das Seil gerissen. Also einmal hat er sich erhangen und dann sagen sie, ja, gestolpert. Also das Seil ist gerissen, dann fiel er vorne über. Ach so, wo steht das? Bibel ist eine chronologische Geschichte. Ist nicht aufgebaut wie der Koran, wo verschiedene Teile von einer Geschichte in verschiedene Suren kommen. Und ist sowieso, das Wort bedeutet beim Erhängen gestorben. Und übrigens, wenn das Seil reißt, das heißt nicht gestolpert. Ja? So, das heißt, das Seil riss und dann kippt er vorne über. Ist gestorben. Ist ein deutlicher Widerspruch.